Beschwerdeschalter drücken. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr, bla 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 bla. Ich kann wohl, dass ich mal einen Nackenschmerz kriege, wenn ich hier so rumhocke. Ich muss mal ein bisschen mehr gerade gucken. So, hier soll noch irgendwas sein. Warte mal. Bin ich doof? Hier. Da. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ja, ja, ja. Ein Nachttankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Ja, klar. Sehr gut. Und der andere Raum? Ich gehe mal kurz gucken. Besser, wir wissen vorher schon, was wir machen. Was wir machen müssen. Also wenn man dann irgendwann blöd darum eiert. Okay, das ist fertig. Ah. Eine Blendgranate. Ja, warum auch nicht? Wir haben ja auch so wenige davon. Okay, alles fertig. Die Frage. Also den Nachfülltank muss man auf jeden Fall nachfüllen. Klar. Und wir müssen nach Schlag mich tot. Ist eine neue Stadt irgendwo in Deutschland. Glaube ich zumindest. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. Dafür brauchen wir den Aufzug allerdings erst. Ich habe eine Vermutung. Entweder die wird uns alle umbringen oder die wird uns alle umbringen. Viel trinken, wenn man eine lange Zeit aufnimmt. Sehr, sehr wichtig. Und ich hatte schon Tage, da ich nach einer längeren Aufnahmesession, da ich dann auf einmal so gut wie gar keine Stimme hatte. Okay, dann hier rein jetzt. Sie ist nicht was? Sieht aus wie ein Nachtkapsel einsetzen hier. Jetzt macht es automatisch. Ach Gott. Sie haben folgendes Treibstoffkapsel. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Das heißt, ich darf jetzt nur schleichen? Also ich darf gerne mal einen schleichen, aber... Boah. Also wenn ich eins in Spielen hasse, ist es, wenn du rennen kannst, aber dann schleichen musst. Wenn Chris jetzt niesen müsste, würde dann in die Luft gehen? Boah, wie vorsichtig ich hier gerade den Controller bewege, ey. Also den Analogstick. Steuerkreuz geht zum Glück nicht. Beste Moment, sowas überhaupt mal auszuprobieren. Ich bin einfach mal nur mal vorsichtig gerade, weil ich will echt nicht in die Luft gehen, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich den letzten Speicherpunkt gemacht habe.
Ich bin nur froh, dass ich die ganzen Gegner hier abgeklatscht habe. Jetzt kommen natürlich erstmal wieder 50 neue. Das ist ja typisch, normal. Das ist in jedem Spiel so. Wir müssen in den... hier drin bleiben. Na, es juckt. Vorsichtig. Nitroglycerin ist kein Spielzeug. Ein Gerät zum Brennstoff. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Kannst du einsetzen? Ja. Gut, der Aufzug dürfte jetzt funktionieren. Oh, ich werde. Also, wenn es einen Endgegner gibt, was ich glaube, dann werde ich sogar Probleme haben, weil ich so gut wie keine Munition habe. Das ist anscheinend ein Bedienfeld, schalt drücken, ja. Anscheinend gibt es keine. Was? 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 Wahrscheinlich muss ich ja jetzt irgendwas aktivieren nach vorher. Ich darf jetzt wieder rennen. Tralalala. Anscheinend ist der Hochspannungsraum mit Treibstoff versorgt. Okay, dann ab zum Hochspannungsraum. Haben wir sonst nichts zu tun. Ich würde eigentlich vor 2 Folgen oder so eine Aufnahmepause gemacht haben. Ja. Ist dann wohl nicht. Der Hochspannungsraum war... Muss ich ganz nach hinten in den Raum. Kann natürlich gut sein. Warte mal ganz kurz. So, das besser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Mikro irgendwie ein bisschen zu niedrig ist für mich. Weil ich rede die ganze Zeit hier rein, anstatt da rein. So ist auch etwas, schlägt das etwas mehr aus, das Mikro, also der Pegel. Du böser, böser kleiner Pegel! Sieht ein bisschen dämlich aus. Hi. Ich guck nur mal, was man hier, ob man das hier machen muss. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Ah. Was war das? Den Selbsterstellungsmechanismus, den müssen wir wahrscheinlich nicht selber aktivieren. Der aktiviert sich wahrscheinlich später selber. Toller Satz. Entschuldigung. Ich weiß, warum ich ständig dieses Geblende habe. Hier von dem PS4-Controller, das Touchpad. Das blendet mich übertrieben.
gehe noch mal kurz speichern. Nicht so laut. Gerade jetzt ist Vorsicht geboten. Bitte, bitte, wow. Bitte, bitte, Speicher. Jetzt. Speicher. Jetzt. Bitte, bitte, wow. Ich merke, wie ich gerade immer langsam immer mehr müde werde. Das ist aber auch normal. Ich nehme auch schon eine Weile wieder auf. Und ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Ich habe dann heute Mittag Stunde anderthalb gepennt. Der Aufzug funktioniert sehr gut. Wir fahren mal rein. Aber ist natürlich nicht viel, ne? Tolle Zwischensequenz. Sehr geil. Okay, wir sind jetzt hier. Biologische Gefahrenzone. Alles klar. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's... No. Rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You... killed Enrico with your own dirty hands! You son of a bitch! Enrico? Yes. I'm a fair man. I'll destroy all of you Stars along with this entire place. You. Time for show and tell. Get up. The ultimate life form, Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Wesker! Come on, you test tube freak. Okay, 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 Entschuldigung, ich gerade ins Menü gemeint, aber damit ich kein Wetter aktivieren kann und so. Der ist nicht tot. Muss ich irgendwas Bestimmtes machen hier? So ein elender Tod. Er hält etwas fest. Beobachtungsnotiz. Einfach mitten im Endkampf, weißt du. Ich glaube, das ist der Endkampf. Beobachtungsnotiz. Beobachtungen zum Wesen. Was? Beobachtungen zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor.
Progenitor-Virus. Der G-Virus, auch bekannt als G-Punkt. Der... Entschuldigung. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts, dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemessenes Wort. Was? Okay, lassen wir es mal dabei. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Abteilung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Leistung. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Elixir mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. So, in der Tod, okay. Irgendwas ist denn noch? Ein Benefit zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses? Eine Reihe von Kapseln. In jeder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Ich gucke jetzt mal einfach alles durch. Ein Gerät zur Erfassung der Datenexperimente. Okay. Ach, da. Ah, Laborschlüssel. Gut, jetzt kommen wir auch hier raus. Das Vieh werden wir wahrscheinlich so nicht tot kriegen. Deswegen werden wir... Wahrscheinlich jetzt hier auch... Hallo? Lol. Ich muss an dem Vieh vorbei. Na toll. An dem Tyrant. Der sehr tot aussieht. Es aber definitiv nicht ist. Zumindest ist er nicht der Einzige hier. Wenn das wirklich jetzt schon der Endkampf war, was ich bezweifle, dann war der sehr armselig. Selbst auf leicht. Ich glaube, ich muss jetzt mal zu Jill, oder? Das ist eine gute Frage.